Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Omega Crafter mit eurem Erik Vikingson und der Valkyria und natürlich mit unserem Almi. Wir waren jetzt gerade noch unterwegs, haben Holz und Stein geholt, dass wir auch alles haben. Jetzt gehen wir kurz in diese Produktionskette hier. Hier läuft es gerade durch, damit wir jetzt gleich sagen können, so pass auf, wir wollen diesen Kern. Material rein und zack, der Kern wird gebaut. Der Schmiedi kommt gleich zurück, wenn er wieder da ist, kann er weitermachen mit seinem Kupferbahn, damit wir heute die Mine setzen können. Und als nächstes gehen wir heute die Rüstung an. Ich will morgen versuchen, ins Dungeon zu gehen, ja? Ich will neue Pfeile mitnehmen und so weiter und so fort. Das sagt man jetzt dann auch gleich. Warte kurz. Geht gleich weiter. Ja, bring's wieder weg. ja, ins Dungeon. Und vielleicht oben mal gucken bei den Bossen. Aber das Dungeon interessiert mich schon sehr. Mal gucken, was wir da drin finden werden. Ich denke mal, da gibt es so ein paar geile, richtig coole Sachen. So, der Kern ist fertig. Zack, abgeschlossen, F, und er darf jetzt wieder Kupferbahn herstellen. So, kannst du wiederholen. Oh, tut mir leid, McLena. So, was wollen wir noch machen? Pass auf. Er hat Rinde fertig. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir brauchen die, da hätten wir alles da. Da hätten wir auch erstmal alles da. Also ich würde sagen, dass wir vielleicht eventuell, ah, ich weiß es noch nicht genau, ob wir da aufrüsten sollten. Weißt du? Dann hätten wir hier den Bogen. Den brauchen wir definitiv, weil unser Bogen macht nur 5. Da hätten wir alles da. Das ist sehr gut. Und den werden wir brauchen. Und da hätten wir dann auch alles da. 10, 10. Dann wäre der Kupfer nämlich weg. Dann werden wir das so machen. Hier werden wir auch wieder Kupfer brauchen. Und hier geht es dann schon in Steinplatte. Die haben wir gar nicht. Gut. Wir können essen. Das heißt, ab in die Dungeons. Das ist jetzt wichtig. Aber jetzt geht es erstmal ab in die Mine. Also erstmal Mine bauen. Und gucken, dass der das dann abbaut. Wäre mir jetzt ganz recht, wenn wir das gebaut kriegen. Und zwar genau hier nebendran. So. Jetzt ist die Frage, wie macht der das? So, der Stein ist wieder da. Der Stein kommt. Also ich lese mir das jetzt nochmal durch. Wenn im Programm eines Grammys angegeben, wird der Grammy automatisch alle Minen in der Nähe des Stabs abbauen. Das heißt, wir müssen ja zu ihm hin. So. Ich raff's nicht, ne? Die Frage ist jetzt, macht er das so oder wenn ich jetzt den Stab angebe? Massenstab? Und sag jetzt so. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Jetzt baut er ab. Und ich habe die Mine nicht angegeben. Das hieß ja, er baut das ab. Baut den Stein auf. Ja, und hier könnten wir dann jetzt sagen, nö. Da gibt es kein Erz. Okay. Ja, aber das ist gut. Ich glaube, ich müsste dann diese Mine... glaube ich, in den anderen Landen dann bauen. Wir gucken noch mal kurz rein, ob wir das freischalten können, eventuell in der Welt. So, hier. Das brauche ich alles nicht. Wir gucken jetzt noch mal. Information. Schild ist klar. Bewegungsgeschwindigkeit. Die sind eigentlich eh schon schnell genug. Tafel, der die Texte anzeigen. Okay. Die Anzahl der Stadt-Grammys, die durch das Stadtsymbol beschworen werden können. 3. Dungeon-Standort. Okay, da haben wir jetzt was anderes. Dann kriegt man eben Level 5. Kriegt man denn die Steingeschichten? Springbrunnen, Laterne, großes Lagerfeuer. Dann haben wir ein Portal. Das ist natürlich extremst wichtig. Okay, es gibt schon einiges, was da noch kommt, ne?
Ach, in Level 10 gibt es dann erst die Bossposition für den. Ah, okay, ich habe verstanden. Und dann haben wir hier die Eisenmine. Alles klar, und die kommt in Level 13. Ja, gut, ist doch kein Ding. Das ist doch kein Ding. Wir haben noch Zeit. Wir kriegen das alles hin. Jetzt bin ich gespannt, ob der da unten abbaut. Wir gucken kurz zu. Und dann gehen wir in die Rüstungsmacherei. Wir können noch ein bisschen Zeit verstreichen gehen. Oder verstreichen lassen. So. Das Grün nervt mich so ein bisschen hier, sage ich jetzt ganz ehrlich. Bin fast gewillt, die Bäume noch mal ein bisschen zu vergrößern. Komm mal her. Das machen wir jetzt schnell noch. So. So, machen wir so. Ach, Kleiner, ist das dein Ernst? Läufst du jetzt den Weg? Glaube ich jetzt aber nicht, mein Freund. So. Das hieße, dass wir jetzt da noch einen Zaun reinkriegen, ne? Ist das richtig? Tatsächlich. Zack. So. Dann können wir nämlich jetzt hier sagen, wir bauen hier nochmal ein Feld mit Bäumchen. So. Jetzt muss ich aber dem sagen, dass das Feld sich vergrößert hat, oder weiß der das? Warte mal kurz. Plan von Baumschule. Ja, das ist alles Baumschule. Alles klar. Ja, das machen die. Gut. Sorry, Kleiner. Pflanzt er jetzt da hinten? Ja. Sehr, sehr geil. Okay, gut. So wollte ich's. Absolut schön. So, hier mal auch ein bisschen aufgeräumt. Ihr seid da, ne? Mein Gott, jetzt habe ich schon gedacht, ihr seid ganz da. Was machen wir hier gerade? Rinde. Okay, dann gehen wir jetzt in die Herstellung der ersten Rüstungsteile. Und zwar, der Bogen ist jetzt wichtig. Wir packen das rein und wir geben Gas. 2 Sekunden. Bogen ist erledigt. Nehmen wir. Gehen rein. Das wird dann auf jeden Fall. Naja, ihr wisst schon. Das wird dann geschreddert. Dann brauchen wir das Messer. Und wir haben das auch da. Sehr, sehr cool. Ja, wir müssen dann wieder Kupfer holen, aber das werden wir dann morgen machen in der Produktion. So, Messer. Natürlich jetzt noch nicht aufgewertet. Das heißt, wir haben jetzt schon mehr Damage als mit dem Aufgewerten. Das ist natürlich auch krass, ey. So, was können wir noch bauen? Da würde noch gehen. Kupferschild. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt erstmal bräuchte. Ich würde sagen, wir gehen in die Rüstung rein. Da brauchen wir Steinplatten. Müssen wir Steinplatten herstellen. Brauchen wir die schon? Die haben wir ja an, ne? Was zur Meinung, die haben wir an. Gut, dann stellen wir lieber aber das hier. Und bauen uns die Kupferaxt. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was aufgewertet. So, dann können wir das einschmelzen und die Kupferaxt dahin. So. Next one. Was wir jetzt brauchen, wären dann auch die Pfeile. Das heißt, ich werde ihn kurz. Hallo. Sorry, mein Kleiner. Du musst mir aber das jetzt herstellen. So. Und dann hätte ich gerne, dass du das aber nicht in Rinde packst, sondern erstmal in die Mischkiste da hinten. Okay? Ich heb das auf. Alles gut. So, mit F können wir es mittlerweile reinpacken. Das habe ich mir, muss ich mir auch angewöhnen. So, und dann schreibt man jetzt hier an die Kiste nur schnell Mischtruhe hin. Mische. Was ist da Kupfer drin? Was ist denn da los? Boah, wir haben keinen Kupfer mehr, Leute. Alter Schwede.
Hier geschliffener Stein ist klar. Wir haben hier die Kupferbarre noch drin. Wir haben Rinde da. Da ist alles gut. Er baut jetzt hoffentlich die Pfeile. Wo ist er? Wo ist er? Ach so, na klar. Ich glaube, ich habe hier... Ja, put it in... Nee. Pick up Holz? Nee. Pick up, geschliffener Stein. So, jetzt soll es gehen, glaube ich. Okay. Und jetzt macht er Pfeile, ne? Habe ich jetzt vergessen. Noch mal kurz rein, was wir dafür brauchen. Gegenstand konnte nicht gelagert werden. Ja, was machst du denn? Du hast da einmal Stein drin. Was ist denn los? Hast du Trouble? Er baut's, glaube ich, nicht. Jetzt macht das. Er baut's, glaube ich, nicht ab da unten. Oder? Doch, er baut's ab und ist es schon wieder gespawnt. Na, wie gut ist das denn? So. Jetzt gucken wir mal kurz, was wir für die Aufwertung brauchen von den ganzen Sachen hier. Da sind wir. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ey, wir werden Kupfer... Wo waren wir mal hier? Hätten wir geschliffenen Stein, um die Kupferaxt aufzuwerten. Aber das machen wir jetzt nicht. Das Messer sieht schon krass geil aus. Also jetzt mal ohne Scheiß, wie sie da steht, hier das Ding hält. Das hat schon... Das Dach ist schon ausgekräftig, ne? Ich helfe den mal kurz hier beim Pflanzen. Ich glaube, 3 Stück. Sorry. So. Und so. Und F. Sehr gut. Ja, haben wir jetzt noch mal ein bisschen hier was gemacht, ne? Gegessen haben wir noch nicht. Gut, dann geht's für uns jetzt. Das hier reinpacken. Alter, 10, 18, wir kommen dann in Weltstufe 3 auf jeden Fall an. Jetzt ist die Frage, was wir noch machen. Gehen wir jetzt nochmal in die Dungeon? Also Richtung Dungeon. Ich weiß es halt nicht, ob wir nicht vielleicht doch Rüstung holen sollten. Wir müssen auf jeden Fall Kupfer holen. Aber ich habe auch was gesehen. Würde gerne mal hier so nochmal rumgucken, in diese Richtung. Ist da? Uns da noch ein bisschen was ranholen. Dass wir einfach noch ein bisschen Abenteuer jetzt machen. Ist so richtig hier, ne, wo ich hinlaufe. Und dann unten rum und dann links hoch. Ja, da haben wir noch gar nichts gesehen. Vielleicht haben wir ja in der Nähe auch noch so eine endlose Wildnis und wissen noch gar nichts davon. So, wir können auf jeden Fall Steine immer mitnehmen. Weil da werden wir einiges brauchen für die neuen Pfeile und so weiter. Wir müssen auch wieder mit 50 Pfeilen locker in diese Bosskämpfe gehen. So. Und leveln könnte ich auch noch. Ich habe noch 3 Levelpunkte zu vergeben. Guck mal gleich mal rein. So. Bäm. Nee, das war falsch. Du musst den Tee. So, was ist denn für uns jetzt wichtig? Das haben wir schon einmal gelevelt, ne? Inventarplätze, alles gut. Hat man gemacht. Entdeckungsradius auf der Karte wird um 25% erweitert. Wäre vielleicht gar nicht so uncool. Sturzschaden brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Sprungkraft interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht. Mehrfachsprünge. Okay, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Sprungangriffsschaden. Ich würde sagen, dass wir lieber... Boah, 4... 2. Dass wir unsere HP erhöhen. Und hier den Radius erhöhen. So, und beim Almi, der hat auch 3. Da ist die Kampfschaden um 11. Hier Rüstung. Maximal HP von Kumpel Gaby. Kumpel Krabi. Werden um 100 erhöht. HP-Generation wird um 0,4 erhöht.
Was ist denn das hier? Das ist, wenn ich esse, ne? Wenn ich was neben ihm esse, heilt er, aber ich esse ja nicht so viel. Diese Technik kann standesgemäß mit J ausgelöst werden. Mit J? Das heißt, wenn ich J drücke, macht der dann einen Special-Angriff oder was? Ich würde sagen, wir geben ihm auf jeden Fall hier nochmal Rüstung. Und dann ist gut. Wenn ich jetzt J drücke, machst du hier irgendeinen Special Move? Almi? Almi? Man sollte vielleicht auch weiterlesen. Außer Gefecht gesetzt. Ist er jetzt für immer weg? Almi? Ist das dein Ende? Nee, oder? Das ist doch jetzt aber nicht cool. Ich meine, hätte ich hier lesen, hätte ich es gewusst, aber... Du Schwein, ich bin gerade stinksauer. Kein Schwein? Kein Schweinefleisch? Boah, ist jetzt Almi echt weg? War das jetzt so dann so die ultimative Fähigkeit und jetzt Feierabend oder wie? Oder sitzt er jetzt einfach nur... Ach, da unten leuchtet es 1, 3, 5. Oh. Okay, er kommt wieder. Boah, jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen Bammel. Ich mache es uns nur kurz hell, deswegen laufe ich jetzt gerade hier hin. Und bringe das Zeug schon mal weg, was wir hier noch eingesammelt haben. Ich bin genauso doof. Guck mal, ich laufe genauso gegen die Treppe. F, F. F, haben wir nichts. F, F. Dann haben wir noch einen Seed. So, F. So, kurz schlafen. Wir holen uns jetzt noch ein Stück von der Map ran. Alter Schwede. Ist der Almi einfach mal in die Luft gegangen, du? Wird aber jetzt aber nicht gerechnet. Wir schwimmen jetzt hier rüber. So, wir werden jetzt Damage kriegen. Aber das ist hier Volt. Ist das die richtige Richtung? Ja, ne? Darüber wollen wir. Okay, das mit dem Almi wäre dann aber die letzte Instanz, die wir dann in irgendeinem Hauptkampf machen. Das ist ja über was. Ich meine, gut, wenn du schnell Holz brauchst und so, jetzt nur farmen bist. Dann stellst du dich hier so in so einen Wald hier rein und dann bumm und gib ihm, ne? So. Die haben wir noch nicht entdeckt, weil wir decken uns jetzt gerade alles auf. Es waren. Och. Almi is back. Ah, okay, ja. Das haben wir schon gelesen. Dass die Grammys stärker werden, wenn irgendwas passiert. So, wir haben ein neues Schwert. Mit einem Schlag und nicht mal den Sprungangriff, Leute. Das ist so krass geil. Na komm. Pure Liebe. Absolut geiles Messer. So, wir decken uns jetzt so ein bisschen Welt auf hier, ne? Seht ihr ja? Da drüben ist ein Häuschen. Können wir eigentlich auch nochmal rein, weil ich wissen will, wie das auf die Pilze wirkt. Da haben wir aber Kisten. Kisten sind erstmal mega wichtig. Ich höre jetzt auch auf, die Bären hier zu sammeln. Wir müssen uns dann drauf... Wir müssen uns dann darauf einigen, dass wir jetzt dann wirklich sagen, okay, wir gehen in den neuen Gebieten, ja, in der endlosen Wildnis, dann wirklich sagen, okay, wir brauchen die Bananen. Lass sie jetzt auch hier. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr es machen würdet. Würdet ihr in der neuen Welt auch nochmal eine Stadt aufbauen, wo ihr halt nur das farmt
Problem ist halt, ich muss es dann immer von A nach B bringen. Außer ich habe dann das Portal. Dann ist es mir ja egal, weißt du? Habe ich es mitgenommen. Das ist jetzt so eine Frage. Da könnt ihr mal gerne eure Erfahrungswerte schreiben. Wie ihr das machen würdet. Wie ihr das seht. Ob ihr euch eine zweite Stadt aufgebaut habt oder nicht. Wer auch am Überlegen seid. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Ach, hier ist der Boss-Tempel, ne? Könnte man den Boss eigentlich immer wieder machen? So eine Frage, die ich noch nicht ganz genau weiß, ne? Gehen wir jetzt hin. Jetzt so ein Teil mit? Nee. Ich glaube, der ist doch dann für ewig besiegt, oder? Ich meine, wenn du den immer wieder machen könntest, wäre es natürlich auch geil, weil der hat ja auch guten Stuff dabei gehabt, ne? Wir gucken mal. Wir könnten den wirklich nochmal machen. Das ist ja krass. So, dann gehen wir hier in ein Häuschen. Ich muss jetzt Stein mitnehmen, ey. Wir brauchen so viel Stein jetzt. Ich meine, wir haben jetzt die zweite Mine. Ich würde jetzt aber auch gerne keinen zweiten Miner beide einstellen, weil das finde ich schwachsinnig. Der eine allein schafft das schon. Wir können ihm ja helfen. Hi. Ich glaube, wir waren hier schon. Ich glaube, wir waren hier oben schon. Kann das sein? Tatsächlich. Warte mal, kann ich mir das dann jetzt hier aus... wenn ich jetzt sage, okay, Sternchen. Zack. Ich habe noch ein Sternchen gesetzt, ne? Nee. Dass ich mir jetzt sagen kann, okay, die Häuser habe ich fertig, dass ich da nicht immer wieder hinlaufe. Oh, da ist ein Haus. Da waren wir definitiv noch nicht, weil da ist die Map ja noch nicht mal aufgedeckt. Okay, Pilz, Test. Yo, zwei Schläge, geil. Geil. Absolut geil. Nehmen wir das jetzt mit. Das können wir ja alles reinschmeißen in die Verarbeitungskiste. Oh, hier hinten, guck mal. Also doch. Wir haben hier hinten auch die Möglichkeit und finden hier eine endlose Wildnis. Sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt kurz hier hoch. Okay, das ist natürlich richtig geil. Oh, wow. Ja, ja. Ich packe gerade richtig am Dampfen, ey. Du einmal vergisst zu essen und dann mitten im Kampf, das sollte Hubble auch nicht machen, ne? Die Spore. So. 1, 2, 3. 3 Schläge, Leute. Top of the world, ne? So. Ja, dann gehen wir jetzt gleich nochmal nach Kupfer suchen, oder? Falki, was meinst du? Jetzt, wo wir einmal hier sind? Bietet sich doch mega an. Dann können wir auch mal gleich testen, was hier abgeht. Ach, gut. Gott sei Dank bist du so langsam. Okay, hat ein bisschen gedauert. So, jetzt sehen wir gleich, ob wir das Sternchen setzen können. Und zwar hier. Sternchen. So. Jo, passt. Also wir können doppelt setzen. Das heißt, Sternchen ist für uns jetzt Gebäude, die wir schon gelootet haben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Irgendwas kommt, habe ich das Gefühl. So, nächste endlose Wildnis entdeckt. Können wir das abbauen? Oh, wer ist denn er? Er sieht ja cool aus. Was ist denn los, Büffi? Die hätte ich ja auch gerne, ne? Wir geben Bananen und harte Haut. Okay. Das sind die harten Goblins anscheinend. Da ist ein Steinschleuder-Goblin. Na komm rum. Das wird so nichts, Freund. So, Banane. Also die Goblins geben Bananen. Das ist schon mal wichtig. Das müssen wir Goblins machen. Sehr gut.
So, den ziehen wir jetzt mit. Irgendwann wird er uns eingeholt, dann wenn nicht, dann machen wir ihn, wenn wir zurückkommen. Ich hoffe halt, dass wir hier noch irgendwo Kupfer finden. Das wäre schon mal ganz geil. Da oben sind Snakes. Kleine Snakes. Da tropft schon der Zahn hier. Die Walki, die krieg ich, denkt er sich. So, ein bisschen Kupfer wäre aber auch geil, ne? Spiel. Guck mal, da unten haben wir nochmal so eine Art kleinen Dungeon. Aber das ist aber gut, dass wir die jetzt gerade sehen. Weil ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, wie stark die waren. Weil die haben wir ja auf dem einen Hügel, ne? Den wir da gesehen haben. Was ist mit ihr? Hast du die anderen geguckt? Warte mal, ich komme mal. Oh, Alter. Ich komme mal hier rüber. So. Sehr gut, Valky. Oh, ist das für immer weg jetzt? Nee. Da kommt der Goblin. Okay, wir brauchen Ausdauer. Ich würde jetzt versuchen, die eine ultimative Fähigkeit nochmal vom Almi anzuwenden. Gucken, was das ausmacht, wenn er mitkommt. Da ist er. So, Almi, komm mal ran. Ist er da? Oh, wow. Oh, Alter. Wir haben keine Steingolems gemacht, kann das sein? Beim letzten Mal. Da machen wir ja gar keinen Schaden. Oh, Valky. Was hast du dir da jetzt drauf angemacht? Ich loot jetzt schnell die Kiste und dann leck mich. Hi. Oh, muss ja weg. Die Kiste ist gelootet, aber wir kommen wieder, ne? Also das war jetzt einfach nur mal so. Mal gucken, wie weit wir können. Wir gehen jetzt gleich uns zurückborden. In die Stadt. Aber wir gucken gleich mal, was wir gekriegt haben. So, Kristallsplitter, Kohlsamen und Karottensamen. Oh, das können wir noch machen. Wir können uns noch einen Bauern einrichten. Das haben wir doch gar nicht, ne? So, wir machen uns einen Port hier hin. Und ab geht er. Jo, aber die ultimative Fähigkeit hier vom Almi, die ist schwierig. Ich würde sogar sagen, wir bauen definitiv hier das Kohlfeld an. Genau hier. Weißt du? Das ist doch ganz geil. So, was haben wir gekriegt? Kohl und Karotten. Karottensamen. Bin gespannt. So, Kacheln. Wir müssen erst den bauen. Dann bauen wir jetzt hier den Garten auf. So. Werden wir auch einen Zaun bauen. Jetzt überlege ich gerade, dann werden wir das Haus nochmal irgendwie versetzen, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. So. Wir machen definitiv hier Beet, 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 Beet. So. Dann brauchen wir eine Kiste mit Seeds. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Dass sich einer für die Karotten und der andere... Nee, das wäre jetzt Schwachsinn, oder? Nee, jetzt sage, ich baue jetzt hier eine Lagerungskiste. Diese auf, ne? So, ganz einfach. Setze ich jetzt einfach mal... Nee, komm, die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Und sagen, dass wir da jetzt... Ist auch Almi ist wieder da. Ja, das können wir nicht. Haben wir jetzt hier Kohlsamen? Dann müssen wir jetzt noch eine Lagerungskiste bauen. So, aus zwei Kisten mach eine. Und hätten jetzt hier die Kohlsamen. Nur noch mehr hier, ne?
Hier nicht noch mehr Kohlsamen? Die haben wir ja jetzt gerade genommen. Karotten hatten wir ja gar keine. Alles gut. Und würden jetzt sagen, dass hier gepflanzt werden soll. Aber, jetzt kommt das große Aber, muss hier was abreißen. Weil, das wird nicht funktionieren, glaube ich, dass wir zwei Felder bestücken können. Also, dass wir die bewirtschaften können, dass wir ein Feld, dass wir zwei Samen auf einem Feld anbringen können. Das ist das Feld 1. Ja, und das ist Feld 4. Nee, warte mal. Ich jetzt hier sage Karotte. Ne? Und gehe hier bei Feld 4 hin. Warte mal. Karotte und sage jetzt hier Kohl. Vielleicht geht's auch doch. Ist jetzt ja getrennt. Hallöchen. So. Ne? Und jetzt holen wir uns zwei. Oder einen. Kann der auch. Warte mal. Wir holen uns jetzt mal den bei, gucken uns den an und sagen jetzt, du gehst in die Landwirtschaft. Load. Zu verwendendes Feld. Zu pflanzender Samen. Verwendetes Feld wäre jetzt Feld Kohl. Zu pflanzender Samen. Was war? Ein Grammy in deiner Stadt wurde ausgeschlagen. Er wird nach einer Zeit wieder auftauchen. Du, was? Der Minenarbeiter hat den hat's erwischt. Blödes Wildschwein, Alter. Okay. Ja, das habt ihr ja gesagt, dass ich hier aufpassen muss. Naja, da müssen wir jetzt dann irgendwas setzen. Schwierig. Dann werden wir Zäune setzen müssen. Aber ich muss jetzt erstmal hier gucken. Ich will das jetzt erstmal hinkriegen. Dann habe ich zwei Leute. So, pass auf. Bei dir waren wir jetzt ja, ne? Wir machen das nochmal. Also, wir nehmen dieses Kohlfeld. So. Pflanzender Samen. Kohl. Entschuldigung. Behälter zur Lagerung. Karotte. Kohl. Und Behälter zur Ernte. Essen. So. Auf geht's. Jetzt kommen wir nicht mit Such zu halt. So, das ist dann der Kohli. So, der Kohli ist, keine Ahnung. So. Und da kriegt auch so ein Gärtner-Ding auf. Oh, let's go. Oh, das ist der Kohli. Und dann holen wir noch den Karotti. So, mein Großer. Du bist der Karotti. Ey, schon 8 Stück hier, ne? So, so, so. Da sage ich jetzt auch wieder Landwirtschaft. Und zwar hier Karotte. Dann haben wir Seed-Karotte. Der Behälter ist der Karotte. Und Lagerung ist Essen. So, let's go. Und dann hoffe ich, dass sie dann so Stück für Stück das alles machen. Habt ihr jetzt angeschaltet? Jetzt. Geben sie. Sehr geil. Oh, das ist so gut, ey. Und das wächst jetzt. Er holt es raus und pflanzt es da ein, ne? Stark. Ganz stark. Aha, Kohli und Karotti. Super cool. I love it. Okay, ihr Lieben, wir sind durch. Hat Spaß gemacht. Bis morgen.